Text aus dem Buch Die drei gestaltete Hekate und ihre Rolle in den Mysterien. Es ist zugleich bemerkenswert, dass all diese Münzen kleinasiatischen Städten angehörten und wie es scheint vorzugsweise nach Phrygien hinweisen, wo die Hekate als phrygische Kybele unter dem mystischen und vielleicht auch ältesten Namen Bremo oder Obremo, wie Euripides sie nennt, verehrt wurde. Diese letztere, die auch schon die Dreigestaltete genannt wird, galt für die schwarz verhüllte Geisterkönigin, welche in anderer Macht brausend und tobend mit den Seelen der Verstorbenen durch die Gräber schwärmt. Schwarz verhüllt ist sie, wie auch die Demeter selbst zu Figalia in Arkadien. Und wenn sie den Beschwörungen aus weißem, rotem und schwarzem Wachs poussiert da stand, so erscheint sie auch in ebensolchen Gewändern den verschiedenen Schriftstellern. Denn der Orphiker nennt sie im Hymnus auch Fürstin des Himmels, der Erde und des Meeres im Safrangewande. Und Eusebius beschreibt die Dreigestaltete in weißer und goldschimmernder Kleidung mit brennenden Fackeln auf dem Scheitel, einen Korb voll Früchte. Wie geht's weiter? Korb voll Früchte. Mit ehernen Sandalen, mit Lorbeerzweigen und Mohn, welches alles zum Sinnbilde des Mondes gehören sollen. Unter allen auf uns gekommenen, die Hekate vorstellenden und bisher bekannt gewordenen Bildwerken ist das vorzüglichste wohl jenes, welches ehemals dem Hause Chigi gehörte, nun aber sich im Museo Capitolino befindet und von Michelangelus Caseus de la Chos zuerst als Diana Triformis erklärt, dann aber von Monsoncon und nach diesem auch von Paul Burger nochmals herausgegeben wurde. Die neueste Erklärung dieser Statue in Erz hat Hirt geliefert. Von den drei aneinander gegossenen Figuren hält die eine in der rechten Hand ein Schwert oder einen Dolch, in der linken eine Schlange. Ihr strahlend umgebenes Haupt ist mit einer phrygischen Mütze bedeckt. Die zweite hält in jeder Hand eine Fackel. Über der Stirne hat sie einen zunehmenden Mond mit der Lotusblume. Die dritte Figur endlich mit Lorbeer umgrenztem Haupte hält in der rechten einen Schlüssel, in der linken aber ein Bund Stricke. Überhaupt scheinen diese drei Figuren nur die Trias der Sonne, des Mondes und der Erde anzudeuten, woraufhin sowohl die Bekleidung oder der Schmuck der Häupter als auch die übrigen Attribute hindeuten. Die erste ist wohl eine Mitra mit der phrygischen Mütze und der Strahlenkrone, daher hier auch der Dolch und die Schlange, wie auf den Mitras-Monumenten. Die zweite ist die Mondgöttin, worauf sich die Neumond, die Lotusblume und die beiden gehobenen Fackeln beziehen. Die dritte endlich mit dem Schlüssel und den Stricken oder der Geißel ist die Erdgöttin. Ihr Attribut ist der Schlüssel der Erde. Sie selbst ist Türsteherin und Bewahrerin der Pforten des Schattenreiches und die Stricke hat sie als Fortsetzung folgt. Ich muss das erst finden. Das ist interessant. Mit den Schlüsseln der Dike des Gesetzes der Grenzwächterin. Aber das meinen wir nicht. Wenn man in Delphi ins Museum geht und auch an anderen Orten findet sich immer diese Dreigestalt, nicht der Dreifuß der Pythia, sondern die drei Göttinnen in einer einzigen Säule verewigt, die ähnliche Akzidenzien mit sich tragen.